Hallöchen, liebe Leute. Willkommen zurück zu Mario Kart 64 Amped Up. Ich habe den Barry dabei. Hallöchen. Guten Tag. Servus. Ja, wir machen an der Stelle direkt weiter und machen den Flower Cup. Und ich sehe, dass da ein bisschen was von Kirby und Sonic dabei ist. Freue ich mich schon drauf. Wir haben gerade noch offscreen nochmal geguckt. Die Entwickler haben da verschiedene Modis für die ganzen Rennen reingesetzt. Einmal Ballonrennen, dass du dich gegenseitig abschießen kannst und dann fällst du aus dem Rennen raus. Können wir auch mal probieren, tatsächlich einfach mal. Zum Beispiel, dass es Eliminierungsrennen gibt, dass du dann irgendwann einfach rausfällst, wenn du dann zu weit hinten bist. Das ist auch ganz cool so, vom Grundgedanken her. Also die Entwickler haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, dass man so das interessanter gestaltet. Das ist jetzt die Sonic-Strecke, ne? Das ist jetzt eine Sonic-Strecke, ja. Die ist aus Sonic Adventure 2 aus Sega Genesis und GameCube, was es gab. Und die bist du eigentlich abgefahren, damit du Eggman verfolgst, als Tails oder als hier als Rouge. Ich weiß aber nicht, ob du Rouge kennst, aber Tails halt. Ich habe keine Ahnung von Sonic, ich sage einfach mal ja. Und, ja, kenne ich. Die Strecke bist du dann eigentlich mehr oder weniger abgefahren und dann, ja, gab jetzt keine richtige Bedingung zu verlieren damals, sondern eher so, ja, Zeit an der Stelle, ne? Aber für gewisse gute Zeiten kriegst du bessere, ja, Belohnungen, wie auch immer. Ja, das war die Strecke dazu. Woo! Also ein Bonus-Spiel quasi. So ein Bonus-Spiel, ja, so ein Filler. Aber die Musik, die ist aus einem Level tatsächlich und nicht aus dem Ding hier. Aus der Strecke. Cool. Geh weg, Toad! Geh weg, DK! Ich weiß zum Übrigen noch, dass ab und zu versuche ich das nochmal zu korrigieren. Wenn du zum Beispiel zu viel links-rechts machst, dann gehst du vom Gas und dann erholt sich Luigi quasi der Charakter wieder. Also ich kann jetzt links-rechts steuern. Und kurz runterbremsen. Ist so ein Trick, den habe ich auch erst gelernt, weil ich irgendwann zu oft mich gedreht habe. Weil dieses Pfeifen, das zeigt, dass du dich gleich drehst. Und dann drückst du einfach nach links und rechts ganz schnell abwechselnd. Genau, und dann, wenn du das gemacht hast, dann gehst du jetzt an der Stelle kurz vom Gas und dann tust du dich sozusagen kurz wieder retten. Weil sonst würdest du, wie ich das jetzt mache, den Dreher hier machen an der Stelle. Verlierst dann natürlich Zeit und Platz und so. Und als professioneller E-Sportler von Mario Kart 64 Amped Up. Spieler natürlich, selbstverständlich. Ich finde es aber wieder so geil und so typisch für die Zeit, dass er gleich so einen Speedrunner-Modus mit reingebaut hat. Ja, natürlich. Zellos im Moment noch hier. In der Schlagweite. Ja. Donkey Kong ganz vorne. Frecher Bursche. Die Autos! Ja, die sind da gerade nicht so für dich. Nee, Autos sind gerade meine Feinde, ja. Das Gute ist, du musst es ja nur zeigen, du musst ja nicht den Cup gewinnen, auch wenn das natürlich wahrscheinlich möchtest. Ich habe einen persönlichen Anspruch. Okay. Okay, Pause ist vorne. Hast du das gehört? In dem Tunnel hat er sogar so ein bisschen mit Hall Here We Go gesagt. Ja, das ist im Original auch gewesen, das zweifle ich sehr stark an. Doch, im Original ist es so tatsächlich, dass die schon damals gedacht... Ist er auch mit Hall? Ja, dass wenn du in der Höhle fährst, dass du dann ein bisschen Halt... Okay, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte, das hätte der jetzt hier auch reingepatcht. Nee, das ist natürlich ziemlich strong. Ist aber ziemlich strong, dass er auch an sowas gedacht hat tatsächlich, weil er hätte auch natürlich sowas vergessen können bei sowas. Stimmt. Ding. Müsste eigentlich jeden Moment vorbei sein. Ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Das kann ich. Ich glaube, ja, da gleich irgendwo, ne? Da. Im Nordosten ist es. Auf der Midi-Karte. Ja, durch die Übertragung in OBS sehe ich es halt gerade nicht so genau. Ja, alles gut. Niong. Fick dich, Donkey Kong! Jawoll! Haha! Luigi Number One! Mit einer 1,964. Kommt Zeit aus ins Guinness Buch der Rekorde. Voll Weltbeste geil. Streckenzeit der Welt. Er hat seinen eigenen Rekord von der ersten Runde sogar nochmal um 2 Sekunden unterboten. Ja, Mann. Richtig angestrengt an der Stelle. Ja. Nee, und da hat aus verschiedensten Spielen, Epochen und alles Mögliche auch die Super Nintendo Strecke jetzt hier. Ja, der bringt doch bestimmt irgendwann nochmal einen neuen Hack raus. Ich denke mir es auch, ja. Ist nur schade, also das ist es meckern auf hohem Niveau, dass die Originalstrecken nicht mehr drin sind, aber es geht wahrscheinlich nicht von der Menüführung und so. Ich glaube, das ist einfach nur die Limitierung, allein schon wegen der Menüs, Ja, das wäre cool. Ja. Muss ja nicht so übertrieben sein wie in Mario Kart 8 Deluxe, wo du irgendwie 100 Strecken hast. Ja. Aber das ist auch was mich
keine Ahnung, wenn du das so erweitern könntest mit verschiedenen Hacks, dass du dann sagst, okay, du hast hier Ansammlung an 60 Strecken oder sowas. Das wäre schon cool. Ja. Nee, das ist auch was bei Mario Kart 8 Deluxe. Da sind von den 100 Strecken oder 96, viele sind aber auch einfach 20 Strecken, die total nichtssagend sind, finde ich. Ja, klar. Auch so diese Tourstrecken. Ja, gut, wir damit haben auch Touren gespielt, ne? Ja, und damit setzen sich über Smash Bros. Irgendwie so selber unter Druck, weil was willst du im nächsten Smash Bros. Machen? Gibt ja in dem schon alles. Ja. Aber gut, ist zum Glück nicht mein Problem. Ja, das stimmt. 28 Sekunden, weltbeste Zeit der Welt von Zellers. Unfassbar, dieser Mann. Schluck meinen Staub tot. Ich fand's gerade nur das Rubberbanding ist bei dem Spiel auch sehr stark. Sehr krass. Also, das wiederhole ich ja gebetsmühlenartig, weswegen ich Diddy Kong Racing besser finde. Mhm. Ah, fuck, den habe ich jetzt nicht gesehen. No! Ich werde dich aufgeben! Niemals! Na gut, bei dem Multiplayer ist das ja egal, dass es das gibt, aber. Ja. Ja, aber im Singleplayer gibt es halt das böse Rubberbanding. Ja, kommen halt die Gegner also trotzdem schnell. Ich kenne kein Rennspiel, wo das extremer ist als in diesem hier. Ja, das durchaus. Ich glaube, selbst bei Diddy Kong Racing oder sowas ist es gar nicht so krass gewesen, glaube ich. Da gibt es das gar nicht, meine ich. Ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Kann gut sein. Wo ist das denn? Green Greens. Ist das etwa Zellos, ein Strecke aus Kirby? Ja, ist eine Kirby-Strecke. Ja. Was sagen die Kirby-Fans dazu? Die werden es wahrscheinlich lieben. Die würden es aber noch mehr lieben, wenn man Kirby steuern könnte wahrscheinlich. Oh ja. Ich habe auch mal einen Hack gespielt. Ich weiß nicht, ob ich den auf diesem YouTube-Kanal von uns gemacht habe. Ich glaube aber ja, Dragon Ball Kart 64. Ah, cool. Das ist einfach Mario Kart 64 mit Dragon Ball Charakteren, ja. Ich glaube, das habe ich sogar mal auf dem Kanal hochgeladen. Ich ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Sehr vielleicht cool. Habe ich es auch noch privat gespielt. Was ich aber sehr cool finde, okay, da darf ich, es gibt also eine Abkürzung und es gibt eine, die man legitim fahren kann, okay. Jetzt bist du gefiegt. Ich meine, Kirby 64 war halt kein Racer, deshalb ist das jetzt für mich komplett Neuerfahrung. Was habe ich hier für eine komische Strecke? Aber Kirby 64 habe ich noch nie gespielt, muss ich zugestehen. Ja, ist doch ein schönes Spiel. Kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass in diesem Zeitalter viele leider nicht so gute 3D-Jump'n'Runs rauskommen. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch, werden mich bestimmt Leute verhassen, aber ich hasse Donkey Kong 64. Ja, das ist so scheiße, das Spiel. Ich glaube, viele bevorzugen dann wieder Banjo-Kazooie oder sowas zu Donkey Kong. Ja, Banjo-Kazooie und super. Ja. Aber Donkey Kong 64, nee. Aber ist ja auch meine persönliche Meinung. Ihr könnt mich dafür hassen, ich hasse euch dann auch für irgendwas anderes. Ich wurde ganz schön gemario-cuttet gerade. Ja, aber dann bleibt spannend. Dann ist ja besser, als wenn du jedes Rennen erste wirst, ist ja das, auch dann das so. Das stimmt, ja, eben. Also, können die Leute mit der vor der Couch sitzen, so einen Schnaps holen und sagen, du, wenn Zellos das Turnier gewinnt, jetzt noch, dann kriege ich einen Schnaps. Und dann können sie jetzt so Wetten abschließen. Genau. Ich hoffe, ihr trinkt keinen Schnaps jetzt, aber muss nicht falls sein. Ihr welchen trinkt. Nee, sieht aber cool aus, die Strecke. Ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Erstmal ein bisschen unübersichtlich. Es hilft ein bisschen, die Minikarte im Auge zu haben, tatsächlich. Dass ich weiß, wohin ich fahren muss. Das ist allgemein das Problem bei den, oder die Sache mit den Heckstrecken, dass die so eine eigene Struktur an Streckenverlauf haben. So. Ja, ich habe auch mal Mario Kart Wii Hacks gespielt, GDP irgendwas. Mhm. Das wurde besser im Laufe der Zeit, aber am Anfang waren die Strecken einfach so hässlich und so unübersichtlich. Mhm. War nicht mehr normal. Es gab für Double Dash oder für irgendeins gab es, oder für die Wii gab es sehr viele Hacks. Ja, für Wii, genau davon rede ich gerade. Mhm. Wurde dann später besser, aber so am Anfang, was es da für Strecken gab und wie hässlich die waren. Ja. Aber ich will nicht meckern, ist ja umsonst der Content. Ja. Nee, keine Ahnung, ich habe mich schon immer für Hacks und Mods und so interessiert für Konsolenspiele. Ja. Ich meine, ich habe ja auch mit dem Rikus den Randomizer gespielt zu Zelda, zu Ocarina of Time. Auch ein geiles LP übrigens. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde einfach so diese neuen Arten und Weisen, wie man die Spiele erleben kann, die sind schon. Das ist schon stark, ja, was Fans da an der Stelle machen. Ja, das war jetzt die dritte von vier Strecken, ne? Wie ist denn die Meisterschaft? Wie steht es denn? Kann Zellos noch gewinnen? Ich glaube, einmal Dritter, einmal Zweiter, einmal. Ich glaube, ich muss jetzt beim nächsten Mal ein Erster werden, ja. Aber Donkey Kong ist schon weit. Oh, vorne. 6 Punkte. 6 Punkte ist schwer noch zu kriegen, ja. Da muss der, glaube ich. Ja, ist auch egal. Ich glaube, 9, 6, 3, 1 ist die Verteilung, oder? Ja. Und das ist jetzt übrigens hier Super Mario World. Yoshi.
Okay. Das sieht ja cool aus. Das ist mega cool, die Optik. Die Blöcke, Hammer. Oh, da kann man hoch. Also das ist bisher, finde ich, eine, also jetzt mal den Streckenverlauf nicht beachtend, aber von der Optik her finde ich das bisher eine der coolsten Strecken. Optik ist echt super, ja. Ah, da kann ich auch hoch. Ah, okay. Okay, aber man sieht an der Minikarte das leicht gegraute, die Strecke. Das ist das Zusatzzeug, was man machen kann. Okay. Mhm. Okay. Ich nehme trotzdem nochmal die. Ah, Toad, komm mir nicht zu nah. Oh, fuck. Ah, wie mache ich es jetzt? Ja. Aber neue Items gibt es ja auch nicht, ne? Also nee, der hat das komplett bei den alten Items belassen. Finde ich aber auch ganz okay so. Ja. Alter, ich werde gerade mal Mario Kart, ey. Aber die Strecke gefällt mir echt super. Ja, die ist cool. Also die ist wirklich cool gestaltet. Ja, ich mach mal die andere Strecke, die normale. Mal zeigen. Bisschen eng mit den Kurven teilweise, aber... Ja, ist halt gut, das... Merke ich schon, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Da gab es aber diese Peach Schlossgartenstrecke. Ich weiß nicht, wie die richtig heißt. In dem Original Mario Kart 64, die hatte auch einige üble Kurven. Das könnte ich sogar gewonnen haben. Donkey Kong ist ziemlich weit hinten. Oh, tatsächlich. Dann kriegst du 9. Du warst 6 hinten. Ja. Er dürfte keinen Punkt kriegen. Oder nur einen höchstens. Nee, er kriegt gar keinen. Hey, let's go. Erster. Überragende Leistung. Überragend. Luigi Number One! Ja, zweiter Cup, eigentlich auch ziemlich cool, ne? Besonders, für mich hat es besonders die Mario World Strecke gerade rausgehauen, muss ich sagen. Besonders schön. Die war gut, ja. Kirby Strecke war eigentlich auch ganz cool. Allgemein sind sie alle sehr gut gestaltet, finde ich. Na gut, machen wir Schluss für diesen wunderschönen Cup. Sehe euch beim nächsten Mal. Bei Super Mario, bei Mario Kart 64 Amped Up. Ja, Grüße gehen raus und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.